Ja, lieber Mario, vielen Dank für deine Frage, in der du uns fragst, was wir vom im oder durch das Internet gelernt haben. Mein Name ist Besim Karadeniz. Ich bin unter anderem Autor von NetPlanet, einem Lexikon über das Internet, das es auch nur im Internet gibt und das ich seit 1998 schreibe. Und darauf bezieht sich auch weitgehend meine Antwort, denn im Internet ist man niemals alleine. Es findet sich im Internet immer irgendjemand, der auf eine bestimmte Frage, die einen quält, die korrekte Antwort hat. Also man muss einfach nur Google anwerfen und findet die Antwort auf quasi jede Frage. Und das Revolutionäre am Internet ist, dass gleichzeitig auch jeder, der eine Antwort auf irgendeine Frage hat, in der Lage ist, diese Antwort auch zu publizieren. Sei es durch die Mitarbeit in der Wikipedia, durch eine Videoantwort in YouTube oder durch eine eigene Website. Also jeder ist gleichzeitig nicht nur Empfänger, so wie bei den klassischen Medien, sondern auch, wenn er das möchte, ein Sender.